Daddy, ey, freut mich, dass ihr heute eingeschaltet habt und heute wird wieder gekocht. Wir bereiten heute mit euch ein unwiderstehliches Joya-Tiramisu, natürlich vegan. Was wir dazu brauchen fürs Biskuit erstmal, etwas Joya-Mandel-Drink, Olivenöl, etwas gemahlene Vanille, Zitronensaft haben wir auch am Start, Puderzucker, Mehl, etwas Natron, Backpulver und aufs Biskuit werden wir dann lecker Joya, Soja, Schoko mit drauf klatschen. Und wenn das Produkt dann fertig ist, werden wir dann lecker Kakao oben drüber pudern. Boah. Und die Zutaten habt ihr eben schon gesehen, die sind eben alle schon hier aufgereiht. So. Und deshalb würde ich mal sagen, wir fangen jetzt mal an. Ja, und wir fangen jetzt schon mal an mit dem Biskuit. Und zwar haben wir hier etwas Zitronen. Deshalb wird hier mal fleißig gesaftelt. Du das quetschen, das hier mal raus. Ne? Ich liebe es so. Ja, dieser Geruch von so Zitronen, da geht mir immer irgendwie so das Wasser aus. Wir haben hier Mehl drinnen, um die 300 Gramm, also zu 280 Gramm. Das hat jetzt ein Esslöffel, zwei Esslöffel Olivia. Haben wir auch hier an meiner Seite. Davon werden wir um die 4 Esslöffel mit reinballern. Olive 1, 2, 3, 4. Wir haben ja auch etwas Backpulver, 1 Teelöffel, 1. Natron, das ist so ähnlich wie Backpulver, davon auch einen ganzen Teelöffel. Puderzucker ballern wir auch hier rein. Das ist unser Süßungsmittel. Leckere Soja-Mandel-Drink. Ja, Mann. Von Joya natürlich. Die Vanilleschotte, die werden wir jetzt auskratzen, ausschaben. Und da drinnen befindet sich unser Extrakt. So, das schabe ich da jetzt mit dran. Unser Vanille-Extrakt. Also wir wollen ja eigentlich so um die einen Teelöffel davon haben. Leider ist das meine letzte Vanilleschotte. Wir haben da jetzt alles drin und wir werden das Ganze jetzt schön zu einem wunderschönen, wundervollen, schönen Teig rühren. Ja? Oh, das schaut auch schon ganz schön gut aus, muss ich sagen. Wir haben ja auch keine Klumpen und deshalb haben wir auch schon hier die Backform vorbereitet. Ich habe es geliebt als Kind, den Teig immer von der Mama aufzulecken. So. Oh yeah. Und rein in die Masse, würde ich mal sagen. Ja. Oh yeah. So, das schaut gut aus, wie man es hier mit drinnen. Und der Ofen ist schon vorgeheizt und deshalb schieben wir die schöne Masse in den vorgeheizten Ofen und gucken dann in 30 Minuten wieder nach. Ja. Wir bereiten jetzt die Creme vor. So, normalerweise verwendet man ja Mascarpone, aber wir haben hauptsächlich hier von Joya das Natur. Wir machen das jetzt. Ja. Wir haben ja auch noch Bio-Kokosöl. Ich werde gleich, glaube ich, alles, also so um die 200 Gramm, werde ich hier mal aufschmelzen. Baller hier mit alles mit rein. Gut, das Kokosöl. Wir werden das auf flüssiger Basis dann brauchen. Vielleicht erstmal, würde ich sagen. Das werden wir hier aufschmelzen. Wir haben hier auch schon die Cashew. Über die Nacht haben wir sie hier aufweichen lassen. Deshalb sind sie auch so fett. Ja. Das können wir jetzt alles schön absieben. Und wieder rein. Wir werden das auch gleich direkt mal klein machen. Dazu habe ich hier den schönen Mixer. Das Ganze hier klein mal. Und das Ganze machen wir zu einer ganzen Masse. Ne? So, und das schaut auch schon ganz schön gut aus, würde ich mal sagen. So. Kratzen wir noch das letzte mit rein. Puderzucker.
Das kommt auch noch mit hier rein. Leckere Soja Natur. So. Joya hat auch mega gute Produkte. Ihr müsst euch mal auf der Seite da durchklicken. Das ist unglaublich, was für allerlei an Produkte, die dort anbieten. Deshalb greife ich auf jeden Fall auf unsere heimischen österreichischen Produkte Joya zurück. Und rein mit dir. Also so um die 1300 Gramm. Was auch, ne? Yo, guckt mal, wie flüssig das ist. Ey. Sehr geil. Komplett flüssig geworden. Und das Ganze nehmen wir jetzt hier rein in die Masse. Hört ihr das? Hört ihr das, wie das ganze Öl hier brutzelt? Sehr fein. Und das Ganze werden wir jetzt zu einer ganzen Masse rühren. Also wir rühren jetzt alles schon durch. Das ist wirklich eine ganze Masse. So, schaut gut aus. Alles schön verrührt. Schaut sehr exzellent aus. Also, ihr habt ja gesehen, das Öl ist ja wieder flüssig durch die ganze Hitze erwärmt worden. Sobald es dann im Kühlschrank ist, was wir natürlich jetzt auch gleich machen, wird es dann auch etwas fester. Ich das mal hier rein. Okay. Und wir stellen das Ganze jetzt noch direkt. Wir werden das auch so eine halbe Stunde drin abkühlen lassen. Ja, währenddessen, ich glaube, ja, um die 10 Minuten haben wir hier schon drin. Aber wir lassen das mal. Schaut auch schon ganz schön gut aus. Schön braun. Gebt nichts, schaut gut aus. Deshalb sage ich mal, wir werden das mal auskühlen lassen und dann gucken wir weiter. Der ist ausgekühlt, unsere Creme. Ist auch ready, ja. Ich habe jetzt nur einen Versuch, ja. Ich werde das jetzt wie ein Brot aufschneiden, aber vorher, glaube ich, tue ich das noch in die Hälfte schneiden, ja. Ich werde das mal so in die Hälfte mal cutten. Also ich habe das jetzt nur geteilt, damit ich es besser aufschneiden kann, weil ich ja kein meterlanges Messer habe. Ich habe mir schon vor, als würde ich ein Jausenbrot schneiden. Aber das ist ein veganer Tiramisu. Sehr fein. Geschafft. Wir hatten ja nur einen Versuch, ne? Und es hat geklappt direkt. Ich werde das auch direkt hier reinlegen. Ja? So will ich das haben. Und ich habe hier auch schon mein Oat and Coffee. So, das kommt dann oben drauf. Aber ich bin ehrlich, ich bin echt kein Kaffee-Fan. So, ich bin kein Kaffee-Mensch, ich trinke kein Kaffee. Ich habe noch nie wirklich so jetzt Kaffee getrunken. Und deshalb werde ich das hier mit Soja-Chocolate machen. Oh, Schokolade ist ja immer gut. Schoko. Und wir werden das dezent drauf schmieren. Soll sich leicht aufsaugen. Und das ist ja ziemlich flüssig auch. Ich schmier da noch ein bisschen mit drin. Wir schauen, dass alles schön braun ist. Ihr wisst, ist der Brown, extra Brown. Ist alles schön braun. Und so, jetzt nehmen wir unsere gute Creme. Guck mal, fester als wie es vorher war.
Und ich habe ziemlich viel da, ne? Deshalb werden wir nicht alles so krass sparen. Sehr, sehr, sehr geil. Das Creed ist nicht mehr zu sehen. Also das ist ja unser Maskebohnen-Ersatz, da geht noch was. Das ist unser Maskebohnen-Ersatz. Und ist mindestens genauso lecker, wenn nicht noch leckerer. Also wenn wir jetzt hier noch unser Brötchen mit, also unser Biskuit mit oben drauf. Oben drauf kommt dann noch mehr Soße. Unser Mascarpone-Ersatz. Ohne tierische Zusatzstoffe. Das Ganze vegan. Sehr fein. Und wir haben hier etwas Kakao. Kann man noch was draufballern? Dit ist es! Ein veganer Tiramisu. Wir müssen das Ganze jetzt im Kühlschrank aufbewahren über Nacht und wir gucken dann, wie es morgen ausschaut. So, wir haben das Tiramisu haben wir jetzt die ganze Nacht drin gelassen und ich guck jetzt mal, was daraus geworden ist, ey. Okay, erster Eindruck, schaut aus wie ein Tiramisu, ne? Ja. So, also, schaut ja wirklich gut aus, aber das erste Stückchen, was rausgeschnitten wird, schaut dann meist nicht gut aus. Aber wir probieren es und ich gebe mein Bestes, hier wie ein Suppenteller. Versuch mal diese Breite hier zu grappen. Ich bin zuversichtlich, ich denke und glaube, dass das erste Stückchen eh schön ausschauen wird. Okay, jetzt werde ich ihn rausheben. Schaut ja gut aus, oder? So, fürs Erste. Den optischen Eindruck einsammeln. Also, schaut das aus wie ein Tiramisu. Ihr wisst, veganer Tiramisu. Etwas anders. Und ja. Nicht schlecht, oder? Ist das Lichtverhältnis da? Nicht allzu schlecht, oder? Und deshalb koste ich hier mal rein. Geschmackstest. Eigentlich geht ganz gut, ja? Das ist gut. Vor allem, wir haben hier keinen Kaffeegeschmack drinnen. Das schmeckt eh voll wie ein Tiramisu, ey. Ja, Mann. Das schmeckt wie ein Tiramisu ohne Kaffee. Ja. Also ich bin zufrieden. Es schmeckt. Könnt ihr gerne nachmachen. Ihr könnt ja gerne bei den Kommentaren hier unten kommentieren, ob ihr sein Tiramisu mit Kaffee bevorzugt oder nicht. Verbesserungsvorschläge oder eventuell Tipps, was ich demnächst auch mal backen, kochen darf. Ja, ist Bescheid. Liken für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid. McTry hier im Hause. Ja.